Herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2. Ja Leute, und wie ihr seht, habe ich mich jetzt doch wieder umentschieden und habe erstmal die Rüstung mit der Gesundheitsregenerierung wieder angelegt. Aus folgendem Grund, ihr habt ja bei dem letzten Kampf gesehen, wie schnell das Leben weg war. Und das passiert natürlich jetzt mit der kompletten Rüstung hier nicht so schnell, ne? Weil es ja auch immer wieder nachregeneriert. Und habe dann noch diese, das eine Ding mit dem kritischen Schaden habe ich natürlich noch in die Waffe reingetan. Also bleiben wir jetzt doch erst nochmal bei der Ausrüstung. So, mal sehen, was er zu sagen hat. Der muss ja hier vorbeigekommen sein, der Große. Fandst du bestimmt nicht Wach gut, auf, oder? Kleiner. Es gibt Arbeit zu erledigen. Er sagt gar nichts mehr. Okay, willst du jetzt für immer hier stehen bleiben? Okay. Na gut. Ich denke mal, dass der Riese nicht so sein sollte, den wir jetzt erweckt haben. Und dass wir quatschen aber mal alle an. Okay. Du hast nichts zu sagen. Aber der Wächter dreht durch. Er ist durchgedreht, Reiter. Eideart weiß das nicht. Schau dich um. Wir haben neue Ware. Durchschlagskraft. Ja, aber keinen kritischen Schaden. Da bleiben wir wohl bei unserer Sache. Hier brauchen wir auch keine. Wenn, dann wäre... Nee. Ich glaube, wir verkaufen mal den... Was hat der hier noch? Nee. Kritischer Schaden und kritischer Magieschaden. Ja. Aber nichts mit Gesundheit oder so dabei. Die ist ganz nett hier, aber auch teuer. Und glaubt mir, das findet man später alles noch. Also man muss jetzt hier nicht übelst viel Geld ausgeben. Okay, dann verkaufen wir jetzt mal den Rest, den wir hier noch haben. Das passt gut zu den anderen. Ja, die können auch weg. Die hatte ich ja erst angelegt, aber die habe ich nicht in die Sense reingemacht, weil hier kritischer Magieschaden nur ist. Kann auch erstmal weg. Valus wird das gut gebrauchen können. Ja. Sicher. So, das ist ja unser, den wir zuerst angelegt hatten. Das passt gut zu den anderen. Die können weg. Den heben wir auf, wie gesagt. So. Valus wird das gut... Hier können auch alle weg. Die Dinger auch. Das passt gut. So, die beiden können auch weg. So, den behalten wir. Wir werden... Moment mal. Hier weiß ich jetzt allerdings nicht genau... Ja, die können aber auch weg erstmal. Valus wird das gut gemacht. So, bei den Sensen haben wir ja nur unsere, die behalten wir natürlich noch, diese Todesengelsense, die behalten wir. Allein schon wegen Gesundheit pro Kill, Gesundheit pro Treffer, Gesundheit bei, kann man dann immer noch verwenden, falls richtig, aber jetzt haben wir schon über 100.000. Das ist richtig gut. Oh, du bist es, Reiter. Ja. So, wir müssen aber hier lang. So, und hier kann ich schon mal darum schalten. So, wo ist er denn? Wo wartet er denn? Wir müssen natürlich noch gegen ihn da vorne auch noch kämpfen, fällt mir gerade ein.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt schon schaffen. Und die Reaper-Gestalt habe ich jetzt, glaube ich, auch momentan gerade nicht. Weil da ist es sehr... Ach, hier ist er rübergelatscht, wie ihr seht. Die Treppe ist jetzt kaputt. Und hier haben wir jetzt auch nochmal überall die Vasen. Ich kann ihn ja gleich mal anquatschen, ob er noch was zu sagen hat. Hier kriegen wir wenigstens noch, jetzt haben wir wenigstens 4 Tränke für jede Seite. Könnten die uns jetzt auch kaufen, aber... Ja, und von da sind wir ja gekommen. Das war ja der Anfang. Wir könnten es ja mal versuchen. Nein, das kann nicht sein. Der Steinbastard. Sag mir, wo ich den Wächter finden kann. Begebt euch zu den Ebenen vor der Stadt. Und beeilt euch. Eideart wartet dort auf euch beide. So, kein Move verfügbar. Das ist klar. Aber kann ich nicht gegen den auch kämpfen? Jetzt bin ich ein bisschen, können wir das jetzt nicht mehr machen, weil wir... Oder ich muss erst den Wächter töten. Ich will aber nochmal zu der Schamanin. Ob die uns vielleicht noch was zu sagen hat. Sie steht da ganz normal immer hier oben noch. Die Finsternis keimt auf. Umgibt uns. Es sind neue Talismane im Angebot. Was hast du denn so? Nee, da können wir auch den behalten, den wir jetzt haben. Aber ich verstehe nicht, warum ich... Hätte ich denn schon eher gegen den kämpfen müssen? Da hätte ich dann allerdings noch eine Idee. Weil von ihm kriegen wir nämlich noch, na, vielleicht kriegen wir es ja auch erst später. Mal sehen. So, jetzt werden wir noch mal einmal hier durch diese... So, waren hier noch Vasen? Nee. Einmal werden wir hier noch mal durchlaufen. Ich könnte mich jetzt auch dahin teleportieren direkt, aber will ich jetzt nicht, weil wir ja jetzt auf dem Weg sind zum, ja, sehr geilen Kampf, muss ich sagen. Der ist schon was Besonderes, finde ich. Da sehen wir schon. Der böse Wächter ist er jetzt. Und er versucht ihn aufzuhalten. Nein! Aua! Scharfer Knochen. Tut das weh? Ich kann ihm nicht helfen, Reiter. Tu dein Schlimmstes.
Oh ja, das werden wir. Alter. Kannst du das mal sein lassen? Komm, hau. Alter, man fällt so oder so, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Alter, wo bin ich? Ja, schön, dass du mir das jetzt anzeigst. Los! Los, hau zu! Hau zu, Alter! Dann sieht er nicht mal die Bomben! Steht viel zu schnell auf. Das ist zu weit. So. Hat's mal hingehauen. So. Ach Quatsch, mach ich denn? Leider muss man das ein paar Mal machen. Abstand gewinnen. So. Aua. Ach du Scheiße, ich muss ja wieder... Aber geil ist das schon jetzt gegen den übelsten Riesen. Hallo? Jetzt schalt doch mal um. Hallo, wo war denn jetzt das Ding? Ja, das haben wir jetzt verpasst. Okay, machen wir es nochmal. Ich frage mich gerade, jetzt hat es ja wieder... Mist.
Er schaltet automatisch um. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Er ist ein Hammer damit. So. Ja. Ah, jetzt habe ich zu viel gehört. Man hier durch seine Beine die Kugel, die kam dann. Das war wohl nichts. Okay, dann noch mal. Den hat es jetzt wohl mal weggeledert. Alter! Hallo? So. Einmal. Schreiter. Man muss die Kugel nämlich so weit anschießen. So, jetzt schwebt sie. Und jetzt durch seine Beine. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht viel rede. So, den hätten wir auch. Da ist ja immer noch der am Kopf. Jetzt. Aber ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht selber machen. Den macht er alleine. Mit seiner Reaper-Gestalt. Genau. Jetzt ist es nur Stein. Du hattest keine andere Wahl, als ihn zu vernichten, Reiter. Und doch, wenn der Weg zum Baum des Lebens frei werden muss, habe ich keine andere Wahl, als ihn zurückzuholen. Wie oft soll ich ihn denn noch umbringen? Der Wächter wird wie neu geboren sein, frei vom Verderben. Jetzt tritt zur Seite. Das wird etwas mehr Aufwand benötigen. Das wirst du nicht überleben. Ich bin der Erschaffer. Diese Aufgabe definiert meinen Sinn und Zweck, so wie das Einsammeln von Seelen deinen definiert.
Dem können wir nicht entkommen! Begib dich jetzt zum Baumreiter. Deine Reise ist noch lange nicht vorbei. Jetzt ist es ein guter. Eine gute Kreatur. Voll ins Auge, Junge. Oh je, der hat sich geopfert. Ah, ein Geschenk haben wir bekommen. Wunderbar. Ja, aber wir sind ja hier in dieser Welt noch gar nicht fertig. Also hier kommt noch einiges. Ich hoffe, euch hat der Kampf auch soweit gefallen. Aber da geht's dann zum Baum und zu der nächsten Welt. Ich sag da mal an dieser Stelle hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darksiders 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen.